City Set the Team. Peace YouTube, und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und Freunde, ihr seht es an der Umgebung, heute ist mal wieder Vlogging Time. Und zwar habe ich mich heute Morgen auf den Weg gemacht. Ich zeige euch das mal einmal. Ich glaube, man kann es erkennen. Heute ist Donnerstag. Wir haben inzwischen 9:30. Heute droppt die neue Off-White X IKEA Kollaboration. Wir versuchen natürlich, das ein oder andere Piece hier aus der Kollektion natürlich abzugreifen. Wir gucken mal. Ich treffe mich jetzt gleich mit dem Patrick. Ich werde mal schauen, wo der gute Herr ist, und dann checken wir das Ganze einfach mal ab hier. Boah, was? Fanboy. Wird schon erkannt hier. Boah, was? Hi, wer bist du? Kann ich ein Foto mit dir? Immer zu spät, ey. Ja, das ist immer zu spät. Der Struggle ist eiskalt real. Es wird immer voller hier. Und das ist der Vibe, dass die Kids ihre Eltern hier sogar schon hinschicken. Es sind teilweise nur Eltern da. Ich hoffe, ihr könnt mich mit dem Wind verstehen, aber die Leute sind einfach crazy. Ich sneak mich jetzt mal zu Patrick und Kelly, die gerade so ein bisschen hier die Stellung halten. Es muss gehustelt werden, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Und das machen wir jetzt. Der Kelly ist inzwischen auch hier bei uns eingetroffen. Yo. Was geht, Bro? Alles gut, Jungs. Was hältst du von diesem Vibe hier? Diesem vollen Vibe? Immer noch schockiert. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Auf jeden Fall sind hier einige Leute, die ich nicht erwartet hätte. Aber die sind halt da. So, weißt du meine, was soll man machen? Freunde, ihr wisst nicht, wir waren so wirklich so auf diese Art eingestellt, dass wir gedacht haben, ey, es kommen wirklich nicht viele Leute hin. Ich dachte, ich frühstücke hier, chill. Aber ey, es ist wirklich voll. Vorhin dachte ich noch, okay, das geht schon. Da hat Patrick noch gesagt, so, ey, Bruder, es ist herbe voll. Aber inzwischen ist, also wirklich die Leute, die nach uns dran sind oder wahrscheinlich auch noch vor uns, wird Krise. Aber wir sind am Hustlen. Und wir werden, was werden wir gleich machen? Alles grabben, was wir kriegen können. Was geht, ich schwöre. Alles, was geht. Das sind Antwerpen-Vibes 1.0. Ich schwöre, Mann. Ja. Oh, lass. Komm. Oh, was? Boah, Jungs, das ist auf jeden Fall serious hier. Boah, was? Wow. Hey, yo. Was ist denn los? Hallo, ey. Ey, Junge, bist du behindert? Meiner. Ey, zieh doch nicht. Was gestorben hier? Boah. Leute, hey, Herbe, was ist hier los? Was ist das? Ey, ich hab Teppich gezogen. Ja, Bruder, du hast nur Teppich gezogen. Bruder, du hast nur Teppich gezogen. Wo sind die? Die sind da vorne, aber die sind, glaube ich, schon leer. Das ist zu wild hier. Bruder. Das ist zu wild hier. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Aber ey, wir haben Teppiche geklärt, Mann. Ey. Ich will die gar nicht Bruder, haben. Fünf Leute hatten den. Ich zieh einfach. Wie so ein Behinderter. Was ist das hier überhaupt alles? Bruder, keine Ahnung. Ey, Leute. Das ist kein Witz hier, ne? Ich bin so außer Atem. Kelly regelt. Bruder, du kannst einfach rein und raus spazieren. Wir haben zu viele sogar. Ey, Jungs, das ist kein Spaß hier, ohne Scheiß. Die Türen gingen auf und wir einfach gerannt, straight, einfach gerannt. Das ist ja nur das Recht. Ohne, keine Rücksicht auf Verluste hier, ohne Witz. Das war gerade anders krass. Was hast du das gerade gesehen, als ich Freunde, einfach gerannt. Wir haben auf jeden Fall hier, da, eine krasse Ausbeutung. Ich glaube, das Piece, der Artikel, der am meisten gehypt war der Teppich. Ganz, ganz krass, ey. Ich komme nicht klar. Ich muss erstmal runterkommen jetzt. Wir haben auf jeden Fall alle Artikel und erstmal klarkommen. Wandteppich lag hier gerade einfach noch rum, oder was? Man muss einfach mal seine Augen aufhalten und dann gucken, ob jemand einfach was liegen lässt. Und das war mein Fund davon, ne? Was soll ich dir sagen? Okay, Leute, wir haben jetzt einmal aussortiert. Wir haben jetzt hier einmal die
Artikel, die wir mitnehmen werden, pro Person genau abgezählt. Immer noch voll außer Atem. Wir gehen jetzt zur Kasse und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal was frühstücken, oder? Ja. Nice, kalt. Nehmen wir, wir haben einen neuen Werkzeugkasten. So, nach dem ganzen Stress gibt es erstmal hier eine kleine Stärkung für uns. Und ja, wir kommen jetzt erstmal runter und fahren dann nach Hause. Ich weiß nicht, ey, aber ich bin immer noch. Hypebeast? Ja, Hypebeast, eiskalt. Ja. So, Freunde, ich bin inzwischen wieder im Office angekommen und ohne das Video jetzt unnötig in die Länge ziehen zu wollen, zeige ich euch jetzt ganz schnell, was ich mir heute bei diesem, ja, man kann schon fast sagen, leicht traumatischen Tag alles mitgenommen habe bzw. gekauft habe. Im Einzelnen habe ich jetzt ein paar Teile mit ins Office gebracht, die zeige ich euch jetzt. Und zwar wäre das zum einen, ihr könnt es wahrscheinlich schon sehen, diese IKEA Shopper Bag. Davon habe ich beide Größen mitgenommen. Die gibt es einmal in der großen und in der kleinen Variante. Die kleine Variante habe ich inzwischen schon zu Hause untergebracht. Als nächstes Piece haben wir einmal diese schicke Off-White Uhr. Da drauf steht Temporary. Mega nices Ding, sehr clean. Wird natürlich auch hier im Office aufgehangen, beziehungsweise werdet ihr diese Uhr in naher Zukunft noch zu sich bekommen. Aber da werde ich noch nicht zu viel verraten, Freunde. Als nächstes haben wir einmal diesen Werkzeugkasten, Freunde. Ja, es ist ein Werkzeugkasten für 9 Euro. Es ist an sich nichts Besonderes, aber hier im Büro fehlt mir tatsächlich des häufigeren mal Werkzeug, wenn hier irgendwie mal ein Bild aufgehangen, abgehangen werden muss. Dafür ist der auf jeden Fall optimal. Ist so ein Flex-Werkzeugkasten fürs Office. Machen wir uns nichts vor. Aber für das Geld auf jeden Fall voll okay. Hat auch jeder bekommen. Davon gab es unendlich viele. Deswegen eigentlich nice to have. Dann habe ich noch einmal, ja, zwei Kissenbezüge mir mitgenommen. Die habe ich inzwischen auch schon zu Hause und auch schon benutzt bzw. auf meine Sofakissen gepackt. Ganz basic, auch die hat wirklich jeder bekommen können. Nichts Besonderes. Das letzte Piece, was ich mir gekauft habe und Freunde, dafür habe ich wirklich gekämpft und es war wirklich so, dass ich von vornherein gesagt habe, ey, wenn wir da hingehen, Jungs, hole ich mir das Ding ab, ich nehme das mit und egal was kommt. Als dann wirklich alle anfingen zu rennen, da war bei mir der Kopf aus, da wusste ich nur, okay, ich brauche das Piece jetzt, ich muss das holen, ich muss das Ding nach Hause holen und am Ende des Tages haben wir es gemacht. Und ich rede natürlich über den Off-White-Teppich, den ich jetzt nicht hier mit nach oben ins Office gebracht habe. Ihr kennt das Ding, ist ein grüner Teppich, steht Wet Grass drauf. Ja, was ich davon halten soll, weiß ich noch nicht, aber Leute, das war wirklich ein Kampf um diesen Teppich. Da sind wirklich Mütter für ihre Kinder gerannt, da waren halbe Schlägereien in dem IKEA-Laden. War eine lustige Erfahrung. Ob ich das Ganze jetzt nochmal machen möchte, weiß ich nicht. Wir lassen uns mal überraschen. Ja, Freunde, wir sind schon am Ende dieses Videos angekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Ihr dürft mir natürlich auch wie immer gerne auf Instagram und auf Snapchat folgen. Da werdet ihr in naher Zukunft wahrscheinlich auch die Uhr und ja, ich sag mal, gerade diese Tasche hier wiedersehen. Deswegen folgt mir da, seid up to date, dann kriegt ihr auch alles mit. Und wir gehen jetzt pennen. Der Tag war heftig genug, Freunde. Machen wir uns nichts vor. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Freunde. Peace.